Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wesselingerinnen und Wesselinger, liebe Kunstfreunde, herzlich willkommen in unserer Scheunengalerie zur Ausstellungseröffnung Fremde Welten der Künstlerinnen und Künstler der Gruppe der Bildenden Kunst der GEDOK Bonn. Sehr geehrte Frau Pritz, Sie als diejenige, die diese Ausstellung in die Wege geleitet hat, möchte ich ganz besonders begrüßen. Die GEDOK e.V. ist die größte interdisziplinäre Künstlerinnenverband Deutschlands. Die Kurzform GEDOK stand zunächst für Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen. Sie wurde 1926 vor 98 Jahren von Ida Demel in Hamburg gegründet, um den Frauen in der Kunst mehr Raum, Öffentlichkeit und eine Stimme zu schaffen. Ja, die heute vertretenen 23 Künstlerinnen der GEDOK Bonn haben sich dem Thema Fremde Welten in vielen Varianten in Malerei, Grafik, Zeichnungen, Fotografie, Installationen und Skulpturen genähert. Ich wünsche Ihnen, dass noch viele Besucherinnen und Besucher kommen. Die Ausstellung wird noch bis zum 28. April samstags und sonntags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zu sehen sein. Und nun wird Ihnen Frau Pritz, die Leiterin der Gruppe GEDOK, einige Hinweise zur Ausstellung geben können. Und Ihnen erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Ja? Ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind und möchte mich natürlich bei Herrn Bürgermeister Manske für die freundliche Einführung bedanken. Wir haben uns sehr gefreut, hier in diesen Räumen ausstellen zu dürfen. Über die GEDOK brauche ich ja jetzt nichts mehr zu sagen. Das hat ja freundlicherweise Herr Manske schon übernommen und deswegen sage ich da auch jetzt nichts weiter zu. Die Ausstellung heißt Fremde Welten und die Künstlerinnen suchen sich immer gemeinsam ein Thema aus. Es stehen immer Themen zur Auswahl, die dann eben ganz demokratisch abgestimmt werden und die Themen, die an erster Stelle stehen, werden dann eben auch bearbeitet. Wichtig ist bei der Auswahl der Themen für uns, weil wir eben so eine große Gruppe sind und mit vielen Künstlerinnen, die in allen möglichen Techniken arbeiten, dass wir ein Thema finden, was sich ganz breit aufstellt und sich sehr breit interpretieren lässt. Und ich glaube, das ist mit Fremden Welten sehr gut gelungen. Sie alle kennen noch die Telefonhäuschen, da stand immer so ein kleiner Spruch, fasse dich kurz, das mache ich in diesem Falle auch, denn jetzt wird uns dann Sigrun Fricke zum Thema und zu den Arbeiten der Künstlerinnen nähere Informationen geben. Und da möchte ich auch jetzt nicht vorgreifen. Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie hier in der Kunstscheune in Wesseling sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie zur heutigen Eröffnung der GEDOK-Ausstellung Fremde Welten gekommen sind. Sie werden viele fremde Welten in dieser Ausstellung erleben können. Gehen wir nun als erstes in eine erträumte Landschaft, Arkadien. Sabine Prechtl entführt uns mit ihrer Acrylarbeit in eine lichtdurchflutete, helle Traumwelt. Im harten Gegensatz zu dieser aus Farbe und Licht gestalteten unbeschwerten Traumwelt steht eine Collage von Marina Skripner. Diese Collage zeigt eine erschreckende Realität. Wir sehen zwei Rehe am Waldesrand. Es könnte eine Idylle sein, hätte nicht der Mensch genau hier seinen Wohlstandsmüll, seinen Unrat in dieser Natur entsorgt. So stoßen die Rehe, zusätzlich verstört durch das Scheinwerferlicht der Autos, auf eine ihnen fremde Welt. Im Unterschied dazu entstehen in der Fantasie oder Traumwelt der Künstlerinnen
wunderbare surreale Welten. Diese surrealen Darstellungen beflügeln unsere Fantasie und regen sie an. Kurz, sie lassen unterschiedlichste Interpretationen zu. In diese beeindruckenden, surrealen, fantastischen Bildwelten führen uns die Künstlerinnen Ursula Adrian Ries, Brigitte Zeitz, Jeanette de Peerbrun. Dasselbe gilt auch für die Werke von Ricarda Rommerscheid. In einem ihrer Acrylgemälde überlagern sich Bildebenen. Dinge sind nicht eindeutig zuzuordnen. Man meint, Alltagsgegenstände zu erkennen, die allerdings in dieser Zusammenstellung keinen Sinn ergeben. Der brennende Baum ist ein Ölgemälde von Helga Santl. Sie nimmt uns mit ihrem Ölgemälde zugleich mit in zwei Welten. In, wie sie es selbst beschreibt, eine physisch-materielle und eine geistig-immaterielle. Helden des Olymps und Mystik heißen zwei Arbeiten in Mischtechnik von Monika Jakob-Kasel. Selbst bis in unsere Zeiten finden sich Spiritualität und Mystik in vielen Religionen. Ebenfalls hat die griechische Mythologie mit ihren Sagen und Helden ihre Aussagekraft bis heute nicht verloren. Mit unterschiedlichsten Fotoarbeiten führen uns die Künstlerinnen in weitere fremde Welten. Iris Adomait nimmt uns mit ihren leicht bearbeiteten Digitalfotos mit in eine bizarre unterirdische Welt, wo zarte und geheimnisvolle Wesen, wie zum Beispiel Quallen, umherschweben. Diese andere fremde und schöne Welt gehört zu den Welten, die sich uns nicht täglich zeigen. Wir werden vom Zauber und von den geheimnisvollen Wesen gefangen, die in dieser Welt leben. Sabine Erhachtert entführt uns mit Fotografien in eine spezielle Pflanzenwelt. Es handelt sich um kleine, unscheinbare Pflanzen, die sich auf Felsen in der Nähe des Meeres entfalten und dort ihre ganze Schönheit präsentieren. Ebenfalls diese Künstlerin taucht mit Fotokompositionen ein in bunte asiatische Welt. Eine bunte asiatische Welt. In ihrem Foto Streetlife montiert sie mehrere Straßenszenen zu einem Bild. Astrid Meiners-Heidhausen nimmt uns mit ihren Fotomalereien mit in außerirdische Welten. Und Petra Kulska zeigt uns mit ihren Fotoarbeiten Kuriositäten. Seltsame Verformungen an Bäumen, von der Natur hervorgebracht, fremde Welten. Mit Reni Scholz gehen wir zurück in das Jahr 2020. Wegen Corona konnte die damals geplante Performance mit dem Titel Skulpturales Ereignis Nummer 10 nicht stattfinden. Es wurden jedoch Performance-Aufzeichnungen gemacht und wir können hier zumindest heute Fries, das heißt eingefrorene Momente dieser Tanzperformance, sehen. Wir werden nun zu unterschiedlichen Reisen eingeladen. Spirituelle Reise in fremde Welten nennt die Künstlerin Veronika Rappaport ihre Videoarbeit. Eine Schullandkarte von Südamerika wird von Realfotos, die Land und Menschen zeigen, überlagert. Und Brigitta Büssow lädt uns ein zu einer Winterreise. Ihr stilles Diptychon Winterreise führt uns in eine ferne und unbekannte Schneelandschaft. Es ist eine ruhige, zweiteilige Arbeit, die den Gedanken und Träumen freien Lauf lässt. Ausschließlich schwarz und weiß und blasse, zarte Blautöne prägen dieses ruhige Werk. Birgit Leinemanns Terrain Inconnu zeigt ungewöhnliche, fremde Landschaftsdarstellungen. Es ist ein Triptychon, in dem unter anderem die Technik des Sgraffito, des Herauskratzens, angewandt wurde. Beschäftigt hat sich diese Künstlerin in einer weiteren Arbeit mit dem chinesischen Horoskop. Mimese des Hausdrachens nennt sie diese Arbeit. Der Drache ist in China das glücklichste aller Tierkreiszeichen. Für uns eine fremde Welt.
10 kleinformatige, zarte Bleistiftzeichnungen werden auf einer Tischplatte liegend präsentiert. Diese Arbeit von Cäsar Wendt zeigt zarte, abstrakte, organische Formen, jeweils in einem weißen Holzrahmen. Eine leise Arbeit zum Träumen. Ein Blick nicht nur in fremde Welten, sondern auch in fremde Kulturen und in ferne vergangene Zeiten oder zukünftige Zeiten ermöglicht unter anderem Helga Thomas Berke. Die Künstlerin beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit Androiden, mit künstlichen Menschen. Sie weist ihnen durchaus Stimmungen oder Aktivitäten zu. Tanzende Androide, melancholische Androide, angreifende Androide. Karin Ginschig-Rüdiger veranschaulicht in einem ihrer hier gezeigten Werke, wie einem Menschen durch eine Demenzerkrankung alles Vertraute fremd geworden ist. Zeitgeschichtliche Gegebenheiten nehmen zu jeder Zeit Einfluss auf die Künstler und ihre Werke, und in der Arbeit von Surya Kasimi wird dies deutlich. Surya Kasimis Danse Macabre ist eine Serie, die in der ersten Corona-Welle 2020 entstanden ist. Das Motiv des Totentanzes, Danse Macabre, stammt aus dem Mittelalter und gehörte zu den Ritualen des Übergangs in eine neue, fremde Welt. Es wird dort eine Verbindung hergestellt zwischen dem Tanz als Lebenslust und dem Tod als Lebensende. Für die Künstlerin Surya Kasimi wird der Glaube an einen Übergang von der Zeitlichkeit in die Ewigkeit und damit die Passage in eine vollkommen fremde Welt versinnbildlicht. Ein ernstes Thema. Schön ist die Vielseitigkeit der Themen, mit denen die Künstlerinnen sich auseinandersetzen, und nach diesem ernsten Thema bringt nun Birgit Brandt-Siefert Humor ins Spiel. Sie stellt uns eine gefährliche Stachelpflanze vor, als eine unbekannte Spezies aus fremden Galaxien. Diese Stachelpflanze soll durch ihre aggressiv roten Stacheln feindlich und gefährlich wirken. Die Farbwahl bzw. Farbkombination ist für eine Pflanzenwelt eher ungewöhnlich. Keine Grüntöne, sondern die Farben Schwarz, Lila, Rot soll diese Pflanze von Exemplaren aus unserer Natur unterscheiden. Es handelt sich bei diesem Werk um eine Keramikarbeit mit rot glasierten Holzspießen. Ebenfalls von dieser Künstlerin gefertigt ist eine weitere Arbeit, die uns unbekannte Spezies aus fremden Galaxien zeigt. 4-beinige Vögel. Sie, meine Damen und Herren, werden diese 4-beinigen Vögel sofort erkennen, beziehungsweise sicher schon erkannt haben. Sehen Sie ihre Körper an. Sie bestehen aus Schuhspannern. Ihr Unterbau ist aus Ton geformt. Und auch das Material des Kopfes ist interessant. Aber sehen Sie selbst, Sie werden diese unbekannte Spezies unschwer erkennen. Auf jeden Fall hat, zu unserem Thema passend, die Künstlerin ihrer Fantasie freien Lauf gelassen mit ihren Überlegungen, wie auf einem fernen Planeten vielleicht Vögel dieser anderen Art aussehen könnten. Im Gegensatz zu dieser fröhlichen Kunst, die aus Alltagsgegenständen zusammengefügt ist, sind die Objekte von Irmelis Hochstädter starr und hart. Ihre Stahlskulptur besteht aus 3 hochrechteckigen Stahlelementen, die auf einem Stahlblech aufrecht nebeneinander platziert sind. Eine Arbeit, die durch ihre strenge Schlichtheit und Zurückhaltung überzeugt. Zum Schluss kommen wir zu einer Arbeit von Anja Eichen. Sie hat mit Kalligraphie, Schrift bzw. Schriften zu tun, mit Sprache. Der Titel allein verdeutlicht, wie allein man ist oder sich fühlt, wenn man die jeweilige Sprache nicht kennt, nicht kommunizieren kann. Dieser Arbeit liegen 5 Sprachen zugrunde, die nur lautmalerisch lesbar sind, Englisch und Deutsch. 3 weitere Sprachen liegen handschriftlich geschrieben unter dem Weiß der Grundierung und brechen nur in leichten Schattierungen durch das Weiß hindurch.
Sie sehen, meine Damen und Herren, wie breit gefächert die fremden Welten sich Ihnen zeigen und von Ihnen entdeckt werden wollen. Dazu möchte ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Rundgang durch die Ausstellung wünschen. Ja, vielen Dank an Sigrun Fricke. Ich möchte auch noch betonen, dass also Sigrun Fricke auch unsere stellvertretende Vorsitzende der GEDOC Bonn ist. Und jetzt ist die Ausstellung eröffnet, Getränke stehen da und ich wünsche Ihnen viel Spaß.